Was geht ab und willkommen zurück zu Cracklife. Nein. Heart of Evil, Napalm Edition. Eine Mod für Half-Life 1. Beim letzten Mal ja, haben wir die Einleitung ins Spiel gemacht. Wir sind ja wie Percy Freeman oder so. Und haben eine Mission bekommen, den irgendeinen Colonel Kurt zu entführen, aber die Amis hier wollen das nicht und wollen uns tot haben oder irgendwie sowas. Und Barney hat uns verraten, weil ihm versprochen wurde, dass die sein Freund sein werden. Okay, that's done it. Deswegen köpfen wir ihn. Ich höre auf, das habe ich ja schon im letzten Part genug gemacht. Und ein random Typ hat eine Granate hier abgelegt und alle sind weggerannt. Let's move out. I got you six. Komm mit, Barney. Was ist das jetzt? Kann ich das ein bisschen leiser machen? Nein, die Musik geht nicht leiser. Aber es ist, glaube ich, keine Copyright-Musik, eine Waffe. Oh shit, nice. Oh shit. Habe ich eben keinen Schaden genommen oder habe ich noch Rüstung? Oh shit. Okay. Lass mal nachladen. Oh shit. Gegner von hinten. Komm her. Kann ich dich auch köpfen? Ja. Oh, die shit. Holy shit. Warum kann ich die Köpfe treten? Ich muss nur drüber laufen und der tritt die. What the fuck? Sind wir hier ein Postel oder was? Ja, bist du ein Feind? Oh ja. Irgendwie nehmen wir keinen Schaden. Dabei habe ich nicht mal irgendwie Cheats oder so aktiv. Wo ist Percy? Ah, da. Percy. Barney meine ich. Okay, Barney. Müssen wir hier weiter? Kriegst du die auf? Barney? Bist du okay? Hat er eben einfach die Tür mit der Kopfnuss aufgemacht? Okay, die Mod ist großartig. Lass mich mal den Kopf hier mitnehmen. Ach nee, scheiß drauf. Wir werden noch genug amerikanische Verbündete töten. Und die Musik loopt sich. Ja, wir haben nur die Shotgun und das andere. Ich bin ja ein Fan von Shotguns in Spielen immer. Außer in Borderlands, dann sind die immer schön scheiße. Okay. Ich glaube, das ist hier so ein Vietcong-Tunnel, wo wir jetzt drin sind. Und das sieht aus, als stände das ein bisschen sehr. Was zur Hölle bist du? Bist du ein fucking Facehugger aus Alien oder was? Du hast mir Schaden gemacht. Ich fühle mich ein bisschen wie in Far Cry hier. Ey, bist du ein Feind? Hallo? Ah ne, du bist Barney, der einfach gechillt. What the hell was that? Nichts? Die Mod verwirrt mich langsam ein bisschen. Komm mal mit, oder? Okay, dann geh halt dein Schritttempo. Ach, da war noch so ein Facehugger. Kann ich hier rein? Oder kann ich sogar? Roast Turkey? Garantiert. Das ist doch garantiert nicht der normale Vietnamkrieg hier. So wie das ausschaut. Was ist hier überhaupt? Oh, das ist Heilung. Ah, okay. Hallo? Bin ich hier überhaupt richtig? Muss ich nicht unten weiter? Waffen sind auf jeden Fall ziemlich stronko. Das sind fucking Fallen. Was zur Hölle ist das? Das ist. Oh, you have taken the flare. Okay. Shotgun-Munition. Wie like it. Kann ich hier runterfallen? Nein, kann ich nicht. Okay. Machen wir noch Gegner. Von irgendwo werden wir noch beschossen. Kann ich hier. Alter. Man bleibt überall hängen in diesen Maps hier. What the fuck?
Gegnert's? Oh, ich brauche hier. Mann, die Waffen haben aber auch überhaupt keinen Rückstoß, was? Hallo? Lass das mal bitte. So viele tote Vietnamesen hier. So, ich glaube, das waren alle, hoffentlich. Speichern wir mal. Gibt es hier irgendwas Tolles? Secrets? Sterbe ich? Da kann ich nicht rein. Würde ich hier überhaupt rauskommen, wenn ich nicht sterbe? Ah, okay, ich sehe schon. Aber ich denke, ich muss erstmal zurück zu Barney runter. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Was ist mit dir überhaupt? Hello, Randall. You will be my friend. I show you many things. I show you all kind of things. Du sagst das gleiche wie der andere Typ in der letzten Map auch. Warum suchen hier alle Leute in Vietnam so verzweifelt nach Freunden? Was ist hier los, hä? Gehen wir wieder zurück zu Barney. Die haben auf jeden Fall nicht damit gespaßt, dass der ein Idiot ist. Wenn er verschlossene Türen mit Kopfnüssen aufmacht. Hallo. Mal gucken, was hier hinten ist, ja? Wenn du mir bitte folgst. I'd like to notice, sir. Right behind you. Und jetzt ist er dauerhaft am Kriechen, ja? Nein, nicht ganz, okay. Ich hab eine Shotgun, pass auf! Ach, wir kommen hier wieder raus, okay. Barney, komm, ich brauche wahrscheinlich wieder deine Hilfe, um verschlossene Türen aufzumachen. Dein Kopf ist Gold wert. Barney? Ah, bitte sag mir nicht, dass du da nicht hochkommst. Ja, ganz langsam. Los, mach die Hütten auf, Barney. Nein? Ah. Kriegst du die Tür hier auf? Damn, that hurts. I'll be okay if there's some play. Sorry, sir. Ah? Ah? Okay, sir, I'll secure this area. Okay. Gut, ich komme schon nicht mehr weiter. Das ist großartig. Gab es hier irgendwie eine Stelle, wo ich Barney brauchte oder was? Weil ich muss ja eine Flare wahrscheinlich benutzen, die ich hier aufgesammelt habe. Und danke für die Ammo. Oh, ich bin. Da habe ich wohl einen Ort entdeckt, den ich nicht hätte entdecken dürfen. Willkommen außerhalb der Map. Wunderschön. Ah, meine Augen. Ich komme auch nicht wieder zurück. Gut, dass ich es gespeichert habe. Gut, dass man mit ein bisschen Climbing Skills halt da hochkommt. Weil ich bin hier ziemlich easy rüber gestraft. Hätte man noch eine unsichtbare Wand hin platzieren müssen. Da lag die ganze Zeit ein Schlüssel auf der Bank, wo die Flare war. Gut, dass man sowas so großartig sehen kann. Willst du mich verarschen? Ich brauche einen fucking Schlüssel für das Tor hinten. Okay. Lass mich kurz was testen, ja? Ich habe die ganze Zeit versucht, die Tür zu öffnen. Warum hat das nie geklappt? Und das war eine interessante Lösung, eine Tür zu öffnen. Einfach eine Kiste hinschmeißen. Kann ich jetzt vielleicht den Schlüssel hinten aufheben? Oder sagt er immer noch, ja, den brauche ich nicht. Ich brauche keine Schlüssel, ich bin Percy Freeman. Ja, brauche ich immer noch nicht. Gut. Dann tun wir so, als würde da Let's nie go. ein Schlüssel I'll take liegen. cover, sir. Ja, gib mir das. Können wir endlich mal weitermachen hier? Gegner?
Hallo. Das sind die Reisfelder, Motherfucker. Oh, das war eine Granate. Barney, lauf! Oh Gott, Barney hat die Granate gefressen, oder nicht? Gib mal hier eure Ammo. Was soll das? Ist das ein Granatwerfer? Kein sonderlich starker Granatwerfer, so viel steht fest. Aber der explodiert bei Kontakt. Warum auch nicht? Sehr gutes Spiel bisher. Noch irgendwas in den Reisfeldern? Vielleicht Reis für mich? Shotgun-Munition? Oh, Granaten. Wie schauen die denn aus, hä? Nice. Aber schön, dass die First Aid Kits immer noch gleich klingen. Dann nehme ich mal die Shotgun raus. Hallo? Ist das Hinterhalt? Die Tür kriegst du nicht wieder auf, oder? Tschüss, Barney. Oder auch nicht. Aua. Oh Mann, durch Vietcong-Tunnel schon wieder durch. Gut, dass wir wenigstens etwas sehen können. Oh. Hallo? Hallo? Noch einer? Das ist ein Helikopter. Ich weiß nicht, ob er mich töten möchte oder nicht. Der will mich töten. Da kann ich dich einfach mit der Shotgun runterballern vielleicht? Oh Gott. Wenn ich eins aus Half-Life gelernt habe, nie vor einem Helikopter stehen, immer neben oder hinter ihm. Oh, warte, ich hab doch. Wow, sehr effektiv. Okay, was für eine Verschwendung von Munition, what the fuck? Okay, lass uns hier durch. Ah! Yo, Helikopter, chill mal. Okay, wir warten. Bis der sich da ein bisschen wegdreht. Wir müssen hier ein bisschen ausnutzen, was wir haben. Geh auf, bitte. Oh Gott. Speichern. Du guckst jetzt hoffentlich in die andere Richtung, ja. Die Tür geht auf, huh? Nein. Kann ich dich bitte köpfen? Warum kann ich nur Barney köpfen? Ne, ich konnte auch den anderen Soldaten köpfen vorhin, aber... Kann ich nur Barney köpfen? Okay, da ist schon wieder ein Truck. Komme ich wieder in eine Sequenz rein, wenn ich da reinsteige? Nein. Immerhin. Okay. Oh Gott. Ja, bitte nicht ermorden. Barney! Komm mit! Nein! Barney! Barney ist unsterblich. Oh Gott. Komm mit, Barney. Lauf! Okay, dir geht's immerhin gut. Barney, was sollen wir machen? Barney? Barney? Warum zur Hölle folgt ihr mir schon wieder nicht, hä? Ja, komm. Muss ich dich nochmal anlabern? Okay.
Jetzt mal ernsthaft, Barney. Komm mit. Nein. Ah, das ist in Ordnung. Lauf, lauf, Barney, lauf. Okay, dann speichern wir nochmal. Holy shit. Yeehaw! Okay, dann steige ich da jetzt ein und sterbe hoffentlich nicht. Puh. Meine Güte. Hey, Mission complete! Next mission, Raccoon Base. Find the gems to unlock the doors. Warum brauche ich Edelsteine, um meine Tür aufzumachen? Jedenfalls, ein guter Punkt, um aufzuhören. Loading. Into the slumbering jaws of survival horror. Well, this is it, sir, but something doesn't look right. Where is everybody? Wir beenden den Part hier. Erstmal, wenn euch der Part oder diese Mod im Speziellen gefällt oder das gesamte Projekt mit den Half-Life 1 Mods, dann hinterlasst doch ein Like oder einen Kommentar, sogar noch besser. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Heart of Evil, Napalm Edition in Vietnam. Ich bin euer Jack. Tschüss.